Der zwölfjährige Jesus im Tempel. Als sie in Nazareth ankamen, freuten sich die Verwandten und Josef machte sich gleich daran, das Haus wieder herzurichten, denn es sind etliche Jahre vergangen. Jesus spielt mit den Kindern im Dorf. Jahre sind vergangen. Jesus ist 12 Jahre alt. Maria und Josef gehen mit Jesus nach Jerusalem. Viele Menschen sind auf dem Weg. In Jerusalem wird nämlich jedes Jahr im Frühjahr das Pascha-Fest gefeiert. Für viele Menschen ist das ein wichtiges Fest und sie wollen das in Jerusalem feiern. Sie feiern, dass Gott vor vielen Zeiten die Menschen aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat. Unterdessen trifft die Familie auch viele Bekannte. Alle freuen sich auf das Fest und erzählen einander viel. Die Stadt war voller Pilger. Überall standen ihre Reitertiere, Esel, Kamele angebunden. Die Eltern sind mit Jesus sehr glücklich und sind in den Tempel gegangen. Auch für Jesus ist das ein besonderes Fest. Er darf zum ersten Mal mit den Erwachsenen feiern und beten. Danach gehen sie alle in die Häuser und feiern weiter. Auch Maria und Josef gehen zu ihren Verwandten und feiern in dieser Nacht. Alle sind fröhlich. Und am nächsten Tag wird weiter gefeiert. Die Menschen treffen einander im Tempel, in den Häusern und auf den Straßen. Das Fest dauert 7 Tage. Maria und Josef gehen zusammen mit den Menschen und tauschen sich Erinnerungen über das Fest aus. Am letzten Tag des Festes treten Maria und Josef die Heimreise an. Sie dachten, dass Jesus mit den Verwandten oder Freunden schon vorgegangen ist. Sie waren schon einige Zeit unterwegs, da bemerkten sie, dass Jesus nicht bei den anderen war. Habt ihr Jesus gesehen? Fragten sie, aber die Kinder schüttelten die Köpfe. Maria und Josef schauten sich erschrocken an. Jesus muss noch in Jerusalem sein. Wie sollen sie ihn dort finden? Schnell kehrten sie um. Wieder in der Stadt durchstöberten sie die Gassen. Sie sahen viele Kinder, aber Jesus war nicht bei ihnen. 3 Tage lang fragten sie einen jeden, den sie trafen. Hast du vielleicht einen Jungen gesehen, etwa so groß? Aber keiner hatte Jesus gesehen. Maria und Josef waren verzweifelt. Sie hatten das Kind verloren, Gottes Sohn. Schließlich gingen sie in den Tempel, um zu beten. Der Tempel war voller Menschen. Josef sah sich um und entdeckte eine Gruppe gelehrter Männer, die im Gespräch beieinander saßen. Und dort, mitten unter ihnen, saß Jesus. Er sprach gerade und die Männer hörten ihm interessant zu. Maria und Josef drängelten sich durch die Menge. Als sie vor Jesus standen, rief Maria vorwurfsvoll: Kind, warum bist du nicht mitgekommen? Wir haben dich überall gesucht und Sorgen gemacht. Jesus sagte: Ihr hättet eigentlich wissen müssen, dass ich hier bin. Ich kann doch nur im Hause meines Vaters sein. Maria und Josef begriffen das nicht, dass der Tempel für Jesus das Zuhause seines Vaters war, weil er ja Gottes Sohn war. Beim Hinausgehen hörten sie, wie die Leute sagten: Wie kann ein Kind nur so verständlich reden? Dieser Junge ist nicht nur klug, er ist mit Weisheit gesegnet. Jesus kehrte mit Maria und Josef heim nach Nazareth. Er war ein gehorsamer Junge und machte Maria und Josef, seinen Eltern, viel Freude. Sie liebten ihn sehr.
und auch die anderen Menschen mochten ihn. Ja, je älter er wurde, desto mehr fiel auf, wie viel er über Gott wusste und über die Menschen. Das war die Geschichte Jesus ging verloren oder Jesus im Tempel mit 12 Jahren.